In einer früheren, ferneren Version dieser Geschichte sagt Daniel Defoe, er habe eines der unglaublichsten und abenteuerlichsten Leben gelebt. Ich sage, ich auch. Es ist eine wahrhaft fantastische Geschichte, die der 84-jährige Autor und Psychiater Ernst Augustin in Robinsons Blaues Haus erzählt. Abenteuerroman, Krimi und Fabel zugleich. Es geht um die Freiheit. Es geht um sich sozusagen als Einzelperson zu behaupten. Der Robinson ist sozusagen nur die Personifizierung des Mannes, der eben in einem Freiraum lebt und entgegen der allgemeinen Gesellschaft. Im Freiraum eines Chatrooms schildert dieser Robinson sein Leben. Ein Leben auf der Flucht. Illegale Geldgeschäfte, Gauner, die ihn rund um die Welt verfolgen. Und dennoch gelingt es ihm, sich überall ein Zuhause zu schaffen. Ob im Wolkenkratzer in New York oder in einer Besenkammer in der ostdeutschen Provinz. Haus ist in meinem Buch das Symbol für Leben überhaupt. Da sage ich ja, der Sinn des Lebens besteht darin, sich einigermaßen wohnlich einzurichten. Das ist alles. Eine Reise in die äußere und in die innere Welt. Hintergründig und voller Poesie. Der alte Herr erzählt wie ein orientalisches Märchen eine Geschichte, die sowohl historisch Daniel Defoe zitiert mit Robinson und Freitag, aber auch mit den Möglichkeiten, den digitalen Möglichkeiten der Gegenwart spielt. Und es ist eben fantasievoll, ironisch, surreal, ein reines Lesevergnügen. Ein Dachboden mitten in der nordafrikanischen Wüste. Und ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Mit einer Platzwunde am Kopf, umgeben von Sand, ganz viel Sand. Aber es scheint ein paar düstere Gestalten zu geben, die genau wissen, was den Unbekannten an diesen Ort geführt hat, die ihn jagen. Auf seiner Flucht begegnet er Gangstern und amerikanischen Agenten. Und am Ende weiß er immer noch nicht, wer er ist. Sand heißt der Roman des Berliner Schriftstellers Wolfgang Herrndorf. Ein Thriller. Trottelroman nennt ihn der Autor selbst. Trottelroman insofern, also die Araber sind alle dumm, faul und stinken, die Europäer sind arrogante Rassisten und Päderasten, die Amerikaner foltern alles, was ihnen in den Weg kommt und hinter allem stecken selbstverständlich die Juden. Es ist das Jahr 1972 und irgendwie geht es um Geheimnisverrat, Atombomben und einen Spion, der sein Wissen verkaufen will. Es war nicht ungefährlich gewesen, und auch nicht einfach, unbemerkt einen Blick auf die Pläne zu werfen. Er hatte dazu an eins von diesen Leuchtgeräten gelangen müssen. Der Text war verschlüsselt, oder jedenfalls auf Arabisch, was das Gleiche war. Spione, die vor allem Dilettanten sind. Ein paar Geheimnisse, die gelüftet werden. Und ein Held, der nach seiner Identität sucht. Wolfgang Herrndorf hat ein Stück absurde Literatur geschrieben darüber, wie wenig und wie viel ein Leben wert ist. Wolfgang Herrndorfs Roman Sand enthält Beschreibungen, die ich wirklich lange nicht mehr in dieser Intensität gelesen habe. Er kann einen mit ganz wenigen Strichen hineinversetzen in einen Sandsturm, was eine wirklich großartige Leistung ist. Vor allen Dingen ist es aber etwas fast Metaphysisches. Er schafft es, dass man verstehen kann, was es heißt, Mensch zu sein. Wie verletzlich man ist, wie allein man sein kann. Es ist eine Scheinidylle, in der Richard Kornitzer nach 10 Jahren Exil landet. Ein Städtchen am Bodensee, nichts erinnert daran, dass noch vor 3 Jahren der Zweite Weltkrieg tobte. Kornitzer ist deutscher Jude, war Richter in Berlin. Dann kamen die Nazis und er musste fliehen. Zurück blieb seine nicht-jüdische Frau Claire, die nun am Bodensee lebt. Hier also schreibt Kornitzer seine Briefe an Behörden, Anträge. Immer darauf bedacht, seine Gefühle unter Kontrolle zu behalten. Seinen Zorn auf die Deutschen, die von Schuld und Sühne nichts wissen wollen. Ursula Krechel hat die Geschichte dieses Mannes geschrieben. Landgericht. Die Geschichte von einem, der nie wieder richtig ankommt in Deutschland. Ich habe diese Zeit als übermäßig lamoyant mit sich selbst beschäftigt und die Schuld verdrängend erlebt. So erlebt auch Kornitzer, der wieder Richter geworden ist, seine Umwelt.
Niemand interessiert sich für das Schicksal seiner Kinder, die vor dem Krieg nach England gebracht wurden und nun nicht mehr bei den Eltern leben wollen. Das sind die Opfer, die quasi in das Fundament, in das heute sichere Fundament einbetoniert worden sind und die natürlich vergessen sind, selbstverständlich. Und eben darum habe ich ein solches Buch geschrieben. In den letzten Jahren seines Lebens liefert sich Kornitzer mit seinen Richterkollegen einen erbitterten Kampf um Entschädigung und stellt fest, dass ihn niemand hören will. Ursula Krechels Roman will ihm und anderen endlich Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es ist ein Buch, das sehr kühl und analytisch geschrieben ist und trotzdem in dieser Sicht des Helden sehr, sehr viel psychologische Einfühlung aufbringt. Man lernt einen Helden genau kennen, den man gar nicht liebt und dem man trotzdem gebannt folgt. Und man lernt die Bundesrepublik von einer Seite kennen, die man vielleicht lieber nicht gesehen hätte, die es aber gab. Das ist Clemens J. Setz, 29 Jahre, Schriftsteller. In einem früheren Leben wollte er mal Mathematiklehrer werden, wie die Hauptfigur seines dritten Romans Indigo. Die heißt Clemens Setz und teilt mit dem Autor am Ende eine abgebrochene Lehrerkarriere. Lernprozesse und oder gar Reifungsprozesse in meiner Gegenwart sind eher schwierig. Ich halte die Leute eher zurück im Status quo. Schauplatz Steiermark. In einem Internat geht der angehende Mathematiklehrer Clemens Setz rätselhaften Vorgängen nach. Seine Schüler leiden am Indigo-Syndrom. Jeder, der ihnen zu nahe kommt, wird krank. Schwindel, Durchfall, Hautausschläge bis hin zur permanenten Schädigung aller inneren Organe. Das sind ja ernste Symptome, die auch nicht immer psychosomatisch zu erklären sind. Verständlich, dass da Panik aufkommt, oder? Eines der sogenannten Indigo-Kinder begeht Selbstmord. Andere verschwinden auf mysteriöse Weise. Der Mathematiklehrer gerät in einen Strudel von Grausamkeiten und Neurosen. Doch jedes Mal, wenn die Lösung nahe scheint, tun sich neue Abgründe auf. Man kann oft nicht anders umgehen mit ganz entsetzlichen Dingen, als durch die Interpretation, dass es bodenlos ist. Dass es keine letzte Stufe der Hölle gibt, sondern man fällt immer weiter. Ein surrealer Höllentrip, traurig und komisch. Ein Verwirrspiel, das nur eine Gewissheit hat. Es gibt keine. Der Roman Indigo von Clemens Setz dreht sich um eine geheimnisvolle Krankheit und ist zugleich eine so fantastische wie irrwitzige Spurensuche nach allem, was als human gelten könnte. Man findet darin menschliche Monster, humane Gegenstände und Männer, die in Zigarettenautomaten verschwinden. Und zugleich ist das Ganze auch eine sehr kluge Reflexion darüber, wie Mitleid und Empathie in einer Gesellschaft funktionieren, die möglicherweise ihre moralischen oder religiösen Überbauten verloren hat. Ein Leben, wohlgeordnet, scheinbar perfekt. Wäre da nicht die Sehnsucht nach mehr? Davon erzählt Stefan Thome in seinem zweiten Roman Fliehkräfte. Auch hier gerät einer ins Straucheln, verliert den Halt. Warum interessiert mich das Scheitern? Weil ich etwas verstehen will darüber, wie Leute über ihr Leben nachdenken. Und weil ich das Gefühl habe, wenn ich andere beobachte, wenn ich mich selbst beobachte, dass Glück nicht der Zustand ist, in dem man am meisten über sich nachdenkt. Das Leben von Hartmut Heinbach, einem saturierten Philosophieprofessor, gerät aus dem Takt. Die Tochter ist aus dem Haus. Seine Frau hat einen neuen Job in einer anderen Stadt. Und er? War es das? Sind wir sowas wie die Parodie unserer selbst? Fragt er. Manchmal kommt es mir so vor. Der End-50er begibt sich auf eine Reise. Eine Reise in den Süden, ans Meer und zu sich selbst. Abgesänge auf die bürgerliche Lebensform hat es schon so viele gegeben. Und ich glaube, da muss man nicht einen weiteren hinzufügen. Ich wollte so ein Porträt der Spannungen und der Probleme liefern, denen diese Lebensform ausgesetzt ist. Einfach dadurch, dass das eine Lebensform ist, die so eine Beständigkeit anbieten will. Aber das ist mit unserem gleichzeitig nie alarmenden Freiheitsdrang nicht so leicht in Einklang zu bringen. Eine Suche ohne Antworten. Ein Dilemma ohne Ausweg. Geht das? Und wie? Genau davon erzählt Stefan Thome in Fliehkräfte.
Stefan Thomes Roman führt uns seismografisch genau ein Milieu vor Augen, das einmal der geistige Nukleus unserer Kultur war und das heute mit einer Wucht auseinanderfliegt, die sich viele noch gar nicht wirklich vorstellen können. Hier scheitert nicht nur eine Figur an sich selbst und daran, dass ihr ganzes bisheriges Leben ein falscher Kompromiss ist, hier scheitert eine ganze Welt. In diesem Roman geht es um das, was Literatur zusammenhält. Buchstaben, die Stück für Stück ganze Universen erschaffen. Nichts Weißes von Ulf Erdmann-Ziegler. Das Merkwürdige ist ja, dass man als Leser sich von der Gestalt des Buchstabens fast völlig lösen muss, um überhaupt den Sinn eines Textes zu erfassen. Andererseits muss das Kind ja die Gestalt des Buchstabens erkennen, um überhaupt lesen zu können. Und dazwischen ist ja irgendwie eine Leerstelle, die hat mich sehr interessiert. Es ist die Geschichte der Typografin Marlene, eine junge Frau, besessen von dem Wunsch, die perfekte Schrift zu entwickeln. Wenn es gelänge, würde die Futura im Vergleich aussehen wie Lego, die Helvetica wie Angst, die Garamond wie geschnitzt. Eine Schrift ohne Stil soll es sein, eine Schrift, die man gar nicht bemerkt. Gleichzeitig entwirft Ziegler das Panorama der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren. Eine Gesellschaft zwischen Glaube und Fortschritt. Der Katholizismus ist das, wo man ausbrechen kann. Und die weltliche Dimension ist das, was sich als Fluchtpunkt anbietet. Aber dabei entstehen natürlich ziemlich extreme mentale Risse. In Zieglers Roman ahnt man schon das Ende des Gutenberg-Kosmos. Die Bleilettern werden bald umziehen in eine digitale Welt. Und nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Eine besondere, wohl neue Spielart realistischen Erzählens zeichnet diesen Roman aus. Gerafft, direkt, unpathetisch, minimalistisch bis in die Wortzusammensetzungen hinein. Der Text zwingt einen sogar dazu, langsam zu lesen. Den Deutschen Buchpreis 2012 für den besten Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung an Ursula Krechel für Landgerüst. Ursula Krechel erzählt in ihrem Roman Landgericht die Lebensverwicklung des aus dem Exil zurückkehrenden Richters Richard Konitzer. Er ist vom Glauben an Recht und Rechtsstaatlichkeit durchdrungen und zerbricht, als er in der Enge Nachkriegsdeutschlands den Kampf um die Wiederherstellung seiner Würde verliert. Die Sprache des Romans oszilliert zwischen Erzählung, Dokumentation, Essay und Analyse. Bald poetisch, bald lakonisch zeichnet Krechel präzise ihr Bild der frühen Bundesrepublik. Von der Architektur über die Lebensformen bis hinein in die Widersprüche der Familienpsychologie. Landgericht ist ein bewegendes, politisch akuter, in seiner Anmutung bewundernswert, kühler und moderner Roman. Ich gratuliere ganz herzlich. Lieber Herr Honnefelder, liebe Jury, verehrte, liebe Anwesende, ja, ich bin angerührt, berührt, beglückt, entzückt und es ist mir ein wenig schwindlig. Und dieses Empfinden teile ich mit meinem Helden, der 1948 aus der kubanischen Emigration in die gesegnete Bodenseelandschaft kommt, die er noch nie gesehen hat oder der seine Frau nach 10 Jahren wieder trifft oder verfehlt. Oder Landgericht ist, seit ich veröffentlichte, seit 1975 mein 23. Buch. Jedes Buch zu schreiben ist ein Abenteuer, ein Gang übers Eis und jedes liegt anders im Kopf und im Becken, auf dem Tisch und dann in den Händen.
Und ich denke an die Missverständnisse, Verkennungen, Umwertungen, literarischen Moden, die nicht überlebt haben in diesen langen Jahren. Ich denke an Umstände des Marktes und Bedingungen von Preisgebern. Nicht alle Ästhetiken sind einem großen Publikum vermittelbar. Man muss die Voraussetzungen dazu schaffen. Werden Themen prämiert, die in Büchern verpackt worden sind? Werden physische Gestalten, wie die Wasserträger, Werbeträger ihrer eigenen Bücher sind, gepriesen? Ich denke auch an den nicht ausgezeichneten auf der Shortlist Wolfgang Herrendorf. Ist Anwesenheit, nicht Todesnähe, Präsenz ein Kriterium? Und wenn ja, was sagt das über die Rezeption von Literatur? Auch dabei kann es einem schwindlig werden. Was noch ein Roman ist und schon so genannt werden darf, darüber wurde gestritten und wird weiter gestritten, hoffentlich, seit es diese offene, changierende Gattung gibt. Vieles, was ich heute schreibe, wäre mir aus ästhetischen Gründen, aber auch aus personenrechtlichen Gründen, vor 20, 30 Jahren gar nicht möglich gewesen. Archive öffnen sich erst nach einer gewissen Zeit, Erinnerungsräume ebenfalls. Das Trauma kennt keine Zeit, weder Vergangenheit noch Gegenwart. Es aktualisiert sich jeweils neu an verschiedenen Gegenständen. Und wer möchte traumatisierte Menschen in die Teilöffentlichkeit eines Romanprojekts locken, das sie sich nicht ausgesucht haben, dem sie blindlings vertrauen müssen? Und eben dieses Vertrauen in Mitmenschlichkeit, in Einfühlung, ist ihnen aus seltsam bekannten Gründen verloren gegangen. Meine Arbeit an diesem Roman ist auch eine persönliche Wiedergutmachung für die allgemeine, in vielen Einzelheiten so gründlich misslungene und auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschobene Wiedergutmachung. Ein Denkmal nicht in Stein und Bronze, sondern in Denk- und Sprachräumen. Expropriierte, Sinti und Roma, Zwangsarbeiter und Homosexuelle, Deserteure aus der Wehrmacht warten noch heute auf eine zumindest intellektuelle und juristische Anerkennung ihres Leidens, ihres unfreiwilligen Opfers. Von der materiellen wollen sie häufig gar nicht mehr reden. Und wenn ich ihnen einen Schritt vorausgegangen bin als eine freischaffende poetische Anwältin, zugelassen am Landgericht oder vielleicht nur als eine von Sprache überzeugte Zeugin, die sich präzis an ihr Kinderempfinden erinnert, an die Klammheit, an die Larmoyanz, das tödliche Schweigen, in dem jeder Ton von der anderen Seite, der Seite der wahren Opfer, ein Missklang gewähren wäre, eine Disharmonie in der Selbstzufriedenheit, dann bitte ich die Leser, gehen Sie hin in die Ämter, gehen Sie aus Empathie mit heutigen Migranten. Die Verhandlungen sind öffentlich, aber es wird still und leise abgeschoben, abgewiegelt, die Schengen-Grenzen werden öffentlich wasserdicht gemacht. Fragen Sie, hören Sie auf Antworten. Das ist mein Wunsch an die Festgemeinde. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke meinem Verlag für die in jedem Punkt wunderbare Zusammenarbeit. Ich danke von Herzen für den Preis, der der neuen Arbeit Raumschiff schafft, die schon begonnen ist und sie beflügelt.